und weswegen ich auch keinen Gegner kaputt gekriegt habe. Komm, kipp um. Sehr schön. Weil, wenn das gut läuft, dann haben wir nämlich immer mit zwei Attacken kaputt. Na gut, das hat jetzt nicht gut gelaufen, das ist doof. Oh, soll's. Jetzt brüllt er da wieder, dann macht er gleich seine Spezialattacke, kommt aber nicht mehr zu. So, das Erz nehmen wir uns auf jeden Fall auch noch mit. Zwei von denen noch. Und dann geht's Karasch an den Kragen. Gucken wir mal. Hau ab. Blöder Sack. Jawohl, drauf. Oh, Mist. Na, verrecke. Hinüber einen noch und dann sind die schon mal weg. Ich weiß gar nicht, was hier mit den Leichen war. Irgendwas war damit, das weiß ich. So. Oh Mann. Gut. Vernichte alle tot. Wieder eine Glücksschachtel. Mein Gott, die droppen im Moment echt Bombe. Wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, ob wir dafür genug Schlüssel irgendwann haben. Weil 30 Schlüssel, weiß ich, auf jeden Fall hatten wir. Das ist ja, wenn man den verlängert, die Clubmitgliedschaft, dann bekommt man ja 30 Schlüssel, also für jeden Tag einen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es jetzt mit der Verlängerung war, weil ich habe das Verlängern so eingestellt, dass das automatisch ist. Und ich habe nicht gesehen, zumindest habe ich es nicht nachgeguckt, ob ich mit dem Hauptcharakter, also mit dem Priester, die Schlüssel bekommen habe und die anderen Gegenstände. Weil es gibt ja nicht nur die Schlüssel, es gibt ja auch Handelsagenten und alles Mögliche, was man sich rufen kann, und Händler, damit man nicht ständig wieder in die Städte zurück muss, wenn man das Inventar voll hat. Gut, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Das gibt's doch überhaupt nicht. Mein Gott im Himmel. Entschuldigung. Augenblick, ja? Ja, oh, Vernichter sind alle tot, mein Freund. Mein freundlichster. Und auf nach Karasha. Er ist da hinten, wo es leuchtet. Da müsste das Portal stehen. Ja, das habe ich noch im Kopf. Da brauche ich nicht drauf gucken, wo das ist. Aber auf jeden Fall haben wir, wenn wir die Quest fertig haben, auf jeden Fall unsere neue Waffe. Die dann auch komplett anders mal aussehen wird, wie unsere derzeitige Axt. Ah, ich bin mal auf die ganzen Z-Gegenstände gespannt. Im Moment ist es ja bei Terra so, dass jedes Teil sowieso ein Z-Gegenstand ist. So wie bei WoW gab es ja Tierteile, das waren aber so, solche Sondersachen aus den Instanzen, Sonderklamotten. Und hier heißt das halt, wo haben wir es? Extrahierbar erste Ordnung. Das heißt, das Tier 1 ist das also, die erste Ordnung. Und ich meine mich zu erinnern, dass es hier bei Terra bis Tier 14 geht. Wobei Tier 14 auch dann in höheren Instanzen halt droppt. Teleportation. Karashas Unterschlupf. Auf geht's. Und da waren auf jeden Fall hier in Valterra richtig geile Kostüme dabei. So, wenn ich da bedenke, was so meine Frau als Berserkerin für Klamotten findet, das ist Wahnsinn. So, eine kleine Mini-Instanz. Ja, sowas wird man auf jeden Fall öfters haben. Ist halt wieder so ein instanzierter Bereich, wie vor ein paar Folgen das mit den 7 Minuten da verteidigen. So, da werde ich jetzt erstmal meinen Kampfschrei machen, damit wir keinen Mana verlieren. Weil die sind hier nämlich auch alle aggro. Sehr schön, alle drei umgeschmissen. Gut, die sind auch hinüber. Dann machen wir hier die kleinen. Damit sind die auch weg. Und das war schon. Wir machen jetzt einfach nicht den ganzen Raum leer, weil hier gibt es auch keine Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht mal, ob es gleich für Karasha Erfahrungspunkte gibt. Boah, nervt mich nicht. So. Ja, der Priester, der mit uns mitläuft, dieser Lehman, oder wie er heißt, der heilt uns zwischendurch, wenn wir nicht wie wild rumrennen, wie so ein gestochenes Huhn. Weil dann sagt er, wenn ihr Heilung wollt, müsst ihr stehen bleiben. Zack, wieder beide erwischt. Hauen wir dem nochmal einen auf die Mappe. Aua! Blöde Krücke. Ah, eben so. Mann. Ah, da, unsere Muskeln, die machen sich doch bezahlt. Damit hauen wir gut drauf.
Ja, epische Zwischensequenz. Richtig geil inszeniert teilweise, die Zwischensequenzen in dem Spiel. Hat man auch nicht so oft, dass man in einem MMORPG Zwischensequenzen hat, aber hier Terra, die machen das richtig geil. Also ich habe auch noch sonst kein Spiel gesehen, wo man solche Zwischensequenzen hat. Aua! Der tut mir ja jetzt schon weh. Na? Au, ah Gott, der haut einen ja richtig um. Wo will er hin? Vor allen Dingen, wo will unser Heiler hin? Ach, ich glaube, der Heiler hat sich gerade geheilt. Na komm, du hast doch gerade deine Special Attack gemacht. Nicht? Jetzt macht er sie. Arschloch. Aua. Junge, heil mich. Gut, er hat uns geheilt. Super. Jetzt versuchen wir es nochmal. Na? Boah, der geht mir auf den Sack. Der Kla alte Sackaffe. Ah, geschafft. Ich sollte bewachen, bis der Schild wirkt. Ihr schlugt euch wacker, aber ich habe es vollbracht. Bald wird Locke mich wieder erwecken. Ihr habt verloren. Ja, damit ist Karasha erstmal Geschichte. Ja, was heißt erstmal? Karasha ist Geschichte. Geheilt haben wir auch. Der Kampf war jetzt nicht ganz so spektakulär. Ich habe nicht mal gemerkt, dass wir den schon so kaputt hatten. Aber was soll's? Wir haben diese Mission erfüllt, kriegen demnächst eine neue Axt und teleportieren uns hier jetzt erstmal wieder raus. Und dann müssten wir hier durch sein. Wobei, wenn wir die Quest dann gleich, ich meine, wir müssen jetzt zurück in die Turmbasis. Und wenn wir die da abgeben, kriegen wir noch andere Quests, die wir einfach nur mit zwei Leuten quatschen müssen. Und dann haben wir auf jeden Fall auch noch mehr Ausrüstung wie nur die Axt, so viel ich weiß. Oh, ein Mädel. Dunkle Enthüllung. Selbst auf dieser Entfernung haben wir eine Veränderung der Energie im Schlund gespürt. Karasha ist also tot? Karasha hatte dieses Schreiben bei sich. Noch ein Schreiben? Dann wollen wir uns dieses. Ach du meine Güte, das müssen wir sofort zu Lian bringen. Lian! Mache ich. Ach, da ist er ja schon. Da hat sich mal eben hingeportet. Mal sehen, was hier ist. Dunkle Enthüllung. Karashas Tod schlug Wellen auf der gesamten Insel der Dämmerung. Wir werden noch in ferner Zukunft mit Grund zur Freude an den heutigen Tag zurückdenken. Wir haben noch dieses hier gefunden. Was denn? Ihr habt ein weiteres Dokument geborgen, das übersetzt werden muss? Mal sehen. Karasha hat es nicht geschrieben. Was ist denn das? Ist das möglich? Ja, was denn? Da steht, Ilion hat sich unserem Angriff entzogen. Wir haben alle unsere Agenten in Arun angewiesen, ihn zu finden und für immer zum Schweigen zu bringen. Ilion ist am Leben. Die Dämonen haben versagt. Das ist wahrlich ein großer Tag. Das muss Adria sofort erfahren, Crazy Bane. Aber sagt niemand sonst etwas davon, bis wir wissen, wem wir trauen können. Ich werde so schnell wie möglich zu Adria eilen. Ja, Adria, willkommen. Ich bin gerade immer wieder überlegen, sollen wir uns da hinporten? Ja, komm, wir porten uns da mal hin. Wir haben ja dieses schlaue Büchlein. Ich hoffe, nee, Moment, ich nehme mal sicherer Ort, weil das schlaue Büchlein weiß ich jetzt gar nicht, ob das auf der Insel der Dämmerung so sinnvoll ist. Wir nehmen einfach den Teleportationsschriftrolle sicherer Ort und sind dann auf jeden Fall da in der Turmbasis. Dann brauchen wir den ganzen Weg nicht nochmal laufen. Wir sind heute ein bisschen lauvoll. Wir haben gerade gegessen. Es müsste eigentlich abgebaut werden, aber
So, da oben ist er. Löwe! Gut, und da sind wir auch schon. Da haben wir auch wieder die Texturen ein bisschen nachgeladen. Das macht aber nichts. Wir sprechen hier weiter mit Adria. Ich habe kurz Zeit für euch. Ich habe Lian noch nie so munter gesehen. Obwohl der Brief der Dämonen nicht beweist, dass Elion wirklich noch am Leben ist, legt er doch nahe, dass Lians Hoffnung nicht umsonst war. Behaltet das aber für euch. Wir wollen nicht, dass unter den Truppen Gerüchte laut werden. Was wir allerdings tun können, ist die Kunde eures Erfolges gegen Kasha zu verbreitern. Zu verbreiten. Ich habe alle Überlebenden der ersten Expedition einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Also ihr habt allen Überlebenden in der ersten Expedition einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Ich bin nur froh, dass ich helfen konnte. Ich bin ganz Ohr. Level up und neue Axt und Teleportationsrolle. Das war richtig mächtig. Dann werden wir uns jetzt erstmal ausrüsten. Es geht ja ganz schnell. Ratzfatz haben wir es da geschafft. So, da nehmen wir die Axt. Boah, krass. Halt, bevor wir die Axt ausrüsten, nehmen wir den Stein da erst wieder raus. Das sollte man auf jeden Fall immer vorher machen, weil wenn man das nicht macht, bleibt das in der Axt drin und wenn man die dann verkauft, sind die Steine auch weg. Ich habe das schon des Öfteren vergessen und ich kann auch mit Sicherheit sagen, dass ich es während des Let's Plays definitiv noch ein paar Mal vergessen werde. Aber wir nehmen erstmal die Axt. Sieht zwar geil aus, schön stylisch, aber irgendwie ist mir die dann doch nicht gerade prunkvoll genug. Da kann ruhig noch ein paar Verzierungen rein in die Axt. Aber das kommt noch. Da finden wir noch einiges. Auf geht's weiter. Abschied bei Sonnenuntergang. Erzählungen von dem, was ihr hier für uns getan habt, machen die Runde Crazy Bane. Aber sie haben sehr einflussreiche Ohren erreicht. Meldet euch bei Ratsmitglied Teel. Er brennt darauf, sich mit euch zu unterhalten. Machen wir doch glatt. Fräulein, wo ist denn Ratsmitglied Teel? Das war da noch eine Quest. Hier oben ist Ratsmitglied Teel. Und bevor wir gleich in die Stadt gehen, werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal... Was ist das denn? Achso, das ist immer noch die... Dann werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal skillen. Gucken, ob wir überhaupt genug Geld haben, um die neuen Skills zu erlernen. Reden. Die Föderation. Abschied bei Sonnenuntergang. Im Namen von Valkyon Föderation möchte ich gerne unseren Dank ausdrücken für alles, was ihr getan habt. Adria, Sersine und Lian sprechen in den höchsten Tönen von euch. Doch die Föderation braucht gute Soldaten, nicht nur an diesem Ort. Jetzt, wo Krascher tot ist, kommen wir hier wieder alleine klar. Es ist für euch an der Zeit, nach Velika zu gehen. Sucht Taleb an der Basis der Pegasus-Plattform bei den östlichen Klippen auf. Er wird die Reisearrangements für euch treffen. Ich verstehe. Gut, das heißt für uns, wir werden uns jetzt definitiv die Skills holen und dann sind wir auf in der Hauptstadt. Ja, anscheinend haben die hier doch keine Quests mehr für uns. Ich weiß nicht genau, warum nicht. Oder ob wir das schon in einem anderen Part gemacht haben. Wie gesagt, wenn man so längere Zeit lang nicht mehr spielt wie ich, und ich bin schon wieder auf dem Kanal 1, das ist nervig. Wenn man längere Zeit lang nicht mehr spielt wie ich, dann vergisst man das schon mal, was man wann gemacht hat. Fertigkeiten erlernen. Combo-Attacke super. Oh, und Vergeltung. Ganz klasse Fähigkeit. Wenn wir umgeworfen werden von unseren Gegnern, können wir, wenn wir die Space-Taste drücken, sofort wieder aufstehen und einen Angriff starten. Also einen Angriff direkt beim Aufstehen. Der ist ganz cool. Weil dann steht man schnell wieder, kann wieder schnell zuhauen und muss nicht erst stundenlang da rumliegen. So, jetzt müssen wir nur eben zur Pegasus-Plattform, wenn ich noch weiß, wo die ist. Moment, wir können ja mal kurz auf die Karte gucken. Ja, die Richtung passt. Super. Und dann haben wir es. Ein bisschen leid tut es mir schon um diese Insel, weil es ist doch ein sehr hübsches Gebiet, schön anzusehen und alles. Aber was soll's, wir werden noch andere geile, schöne Gebiete sehen und von daher verabschieden wir uns jetzt von dieser Insel, von diesem Startgebiet und gehen unserem richtigen Abenteuer entgegen. Ja, noch einmal Brummen für die Pflanze, die wir gesammelt haben und da stehen sie schon, unsere Leute, zum Abschied.
für die Föderation. Ich habe euch schon erwartet, Crazy Bane. Seid ihr je auf einem Pegasus geritten? Oh, stimmt ja, als ihr ursprünglich hierher kamt. Nun, so ein Ritt wird jedenfalls nie langweilig. Ist nicht gerade billig, aber das sind solche Erlebnisse ja nie. Flugmeisterin Laiane hilft euch beim Aufsatteln. Laiane, alles klar. Hallo Laiane. Abschied bei Sonnenuntergang. Normalerweise setzen wir die Pegasus für Langstrecken ein, wie zum Beispiel Reisen zum Festland und der Hauptstadt Velika. Drückt einfach die Schaltfläche für die Flugpunkte und wählt euer Ziel aus. So einfach ist das. Entschuldigung, ich spreche irgendwie mit tiefer Stimme, obwohl das eine Frau ist. So einfach ist das. Für eure erste Reise könnt ihr Velika als Ziel wählen. Oh, und bitte schaltet alle magischen Geräte ab, bis ihr die Reiseflughöhe erreicht habt. Danke. Auf geht's. Fliegen. Hier seht ihr mal, wie groß diese ganze Welt ist. Und Velika, wir kommen auf in die Hauptstadt. Entschuldigung, ich hab's heute auch mit meinem Röcheln. Ich weiß nicht warum. Jetzt gibt's nochmal einen schönen Rundflug für alle, wo man sich nochmal alles in aller Ruhe angucken kann, wo man bisher rumgerannt ist. Ja, das ist sehr hübsch. Sehr hübsch. Auch mit dem Wasserfall im Hintergrund, das ist echt fantastisch. Ich werde mich mal eben kurz muten und versuchen, gemutet, ohne Headset irgendwie mal zu röcheln, damit ich diesen blöden Frosch schon wieder loswerde. Das geht mir nämlich gerade schon wieder tierisch auf die Nüsse. Also bis gleich. So, ich hoffe, dass man jetzt nichts gehört hat. Ich habe das Headset extra etwas weiter von mir weggehalten. Ach, demnächst, wenn ich dann diesen Standmikro habe, also Membranmikro, da kann ich das alles so einstellen, dass man mich definitiv nicht mehr hört beim Husten und beim Röcheln und wobei auch immer. Dann wird es alles anders. Bis dahin müssen wir uns aber noch mit dem Headset hier zu begnügen. Ah, und da sind wir im Fluxstrom. Überschallgeschwindigkeit oder was auch immer. Ja, dieses Ding verhindert halt so irgendwie Ladezeiten, weil normalerweise hat man ja von einem Gebiet in ein anderes, so kenne ich es zumindest von WoW, meine ich, so kleine Ladezeiten. Und hier wird das halt damit verhindert, dass man durch so einen Wirbel fliegt. Ist auf jeden Fall auch eine ganz tolle Lösung. Normalerweise geht das auch mal recht schnell, dass man da durchkommt. Nur im Moment zieht sich das ein wenig, merke ich. So lange hat das bei mir bisher noch nie gedauert. Ah, da sind wir auch schon. Oh, und da sieht man schon die epische Stadt Velika. Das ist so genial gemacht mit dieser Unreal 3 Engine. Guckt es euch doch mal an. Da ist er. Oh, Wahnsinn. Ich habe es jetzt schon tausendmal gesehen, diese Perspektive. Aber ich bin immer wieder begeistert von der Detailgrad dieses Spiels. Auch das Wasser, wenn man sich dann anguckt, wie sich da die Sonne drauf spiegelt. Und